Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel Rölpi und ich begrüße mich zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir sind immer noch in Dimas Erinnerungen und versuchen hier diese komischen Viecher rüberzubringen über die Erinnerung, damit wir die Erinnerung von Dima herstellen können. Und ja, haben wir noch eigentlich drei, vier Ebenen gemacht. Jetzt machen wir weiter mit der fünften, glaube ich. Und ja, von den Erinnerungen, die wir gehört haben, gerade, mein Gott, wie weit geht das hier? Hat man bemerkt, wie, ich mache das erste, dass Dima der Bruder von Nick ist? Aber ich habe mir das gerade nochmal angehört und, also in der Aufnahme, und da habe ich irgendwie verwirrt, weil Nick war irgendwie verwirrt, dass er ja so ein komisches Gesicht hatte, also da da ein Sint war, nehme ich mal an, war deswegen verwirrt. Und ja, also nehme ich mal an, habe ich erst gedacht, das wäre der menschliche Nick, der da geredet hat, aber dann sagt die mal von was von die beide aus dem Institut geflohen sind, also muss das doch zu dieser Zeit passiert sein, und das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Also welcher Nick das jetzt war. Ist echt wie Minecraft. Ist exakt echt wie Minecraft. Ja, so tut man auch Sachen abbauen. Ah, ich komme nicht dran, ehrlich. Doch, komme ich. Komm schon, ich komme da doch gerade dran. Da, von hier konnte ich das auf einmal was. So. So, ich musste, glaube ich, nur hier hingehen, um die Dinger zu holen, ne? Und mir wahrscheinlich voll einteilen. Da ist auch schon wieder was. Da kann ich mal so nicht hin, oder? Boah, das könnte ein bisschen dauern, ja, ich habe das Gefühl. Aber hier gibt es gar nichts. Da muss ich da recht lang. Das ist auch noch was. Das hier ein Boller. Das sieht noch riesig aus. Oh, hier gehen mir ganz schön viele Blöcke. Wenn sie aber ruhig irgendwie ein Archiv mit oder ein Perk oder irgendwie so springen lassen, wenn ich das hier schaffe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder, der hat gemacht hat, irgendwie geschafft hat auch. Weil so vollkommen einfach ist, finde ich das jetzt auch nicht. Wahrscheinlich sage ich das auch nur, selbst so hervorzuheben, so boah. Das gesehen, wie ich das geschafft habe. Egal, ne? Vielleicht ist das hier für jeden puppig. Der Einzige, der hier irgendwie Probleme hat. Falls ihr noch nie Minecraft gespielt habt, so sieht es ungefähr aus. So. Also das kommt schon irgendwie hin, ja. Oh nein. Wenn ich jetzt auf einmal abbreche und alles ist am Becken, ne? Da wird mich so aufregen. Was? Wo bin ich denn jetzt hier? Hier kann ich nicht einfach dahin schießen. Meine Güte. Das ist auch vollkommen wahnsinnig hier. Ah, die brauche ich zum Beispiel gar nicht.
Warum beinahe? Deswegen sollte man nie was in der Hand haben, wenn man über eine Brücke geht, die so schmal ist. Ich weiß, das hier ist Cyber Minecraft. Ja, das passt auch. Es gibt wahrscheinlich 1 Milliarde Mods irgendwie, die man machen könnte, aber nein, das ist Cyber Matrix. Minecraft. Okay, es ist auch irgendwas von der Matrix. So, zum Glück muss ich nicht so großartig was ändern und dann ist es einfach nur so geradlinig. Da ist mal schön in der Mitte. So, perfekt. Dann muss ich da einbauen. Ich muss so ein Teil. Yes. Mitnehmen wir da. Ah. Ja, vollkommen irre. Ist das da hinten? Eigentlich, wie soll ich denn da jetzt wieder hinkommen? So, hier bin ich fertig, ne? So, dann kann ich das hier alles abbauen. Am besten, wenn ich, während ich da drauf stehe, abbauen. So, hopp. Meine Güte. Muss niesen. Ah. Muss so voll oft niesen schon heute. Was soll das? Dinger werden ja wohl reichen, oder? So, nun. Ich so ein Ding wieder aufgenommen überhaupt? So eine Minecraft-Strategie. Hier machen. So. Mal so lösen. Ich habe es nur meine Bedenken. Man überhaupt hier hoch muss, ne? Da ist der Teil. Rüber. Da muss ich auch noch hier alle rüberbringen, ey. Na, das ist aber das Ende ja, ne? Wäre danach noch was. Ja, voll übertrieben. Wenn so ein kleines Minispiel einmal ist ja schon gut, aber das ist schon voll competitive. Was hier abgeht. Wie über Tetris Spiel. Das hat nichts mit Tetris zu tun, aber. So, jetzt die Sache hier. Wie soll ich jetzt hier reinkommen? Soll ich denn jetzt da oben hinkommen?
Genau, komm an. Sollen wieder rein. Da. Eine Treppe bauen oder was? Idee. So, pfiff. Schon voll aufregend hier, was ich hier mache. Aber wo kommt der denn her? Verdammt. Muss den nochmal aufbauen. Alter, ich will da einbauen. So. So, jetzt haben wir wieder, ne? Jawohl, oh mein Gott. Ich will ja vorne, Mann. So, meine Güte. Jetzt irgendwie darüber. Komm. Marine. So. Was geht da? Komm da auch nicht rein, Mann. Da. Zum Glück wird das nicht alles, wie ich hätte, wenn man stirbt, das würde mich voll aufregen. So, jetzt aber. Spring! Spring! So. Oh mein Gott. So, jetzt aber. Haben wir es? Wie gesagt, wir haben es. Nein. Ist das blöde Teil denn hin? Ja, was soll ich denn das jetzt bauen? Ey. Falsche Richtung. So, jetzt aber. Sehe nichts. Dritter Teil. So, nun. What? Wie soll ich denn das Ding jetzt dahin? Boah. Wozu mache ich das überhaupt? Hä? Hä? Warte mal. Hä? Verstehe ich gar nichts mehr. Warum mache ich denn das überhaupt hier die ganze Zeit? Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich verwirrt. Soll da jetzt runter? Ist das, damit ich da eine Brücke bauen kann, oder wie? Ich hab keine Ahnung. Boah. Das hier? Nix. Ich weiß nicht, wo ich hier hin soll jetzt. Alter. Warum kriege ich denn so viele von den Dingern jetzt?
hatte. Aber unten war auch noch was. Keine Ahnung. Da ist auch noch was. Oder auch nicht. Ja, bin ich jetzt vollkommen blöd oder was? Was muss ich denn jetzt machen? Da war jetzt da war eine Wand vor oder so, glaube ich. Ich würde sagen, hätte ich das ja von Anfang an so machen können. So. Ja, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. So, das ist zum Glück nur von hier bis hier, meine Güte. So. Muss ich irgendwie dafür sorgen. Kann ich das Ding nicht einfach dahin schießen? Man kann das Ding nicht da rumgehen. Oh. Geht sogar bis dahin, ich krieg die Krise. So, also einfach nur Dinge machen. Warte. Ne, ich krieg ja nicht runter, was? Boah, bin ich verwirrt, ey. Aber mein Kopf raucht schon. Verdammt, ich krieg den ja nicht runter. Aber warte, doch krieg ich. Ne, krieg ich nicht. Weil da in der Mitte was im Weg ist. Warte. Verdammt. Ey. Ich will hier raus und speichern, Mann. Ah. Will ich dann verdammt nochmal hier machen? Oder irgendwie schaffen, dass das so tief ist. Aber das geht nicht so tief. Wann ist denn das mal so tief? Ah. Er ist nie im Leben so tief, das ist ein Problem. Da übersehe ich hier wieder was. Oh. Warte. Oh, das kann nervig werden. Weil ich muss mir die ganze Zeit merken, wie hoch das blöde Teil ist. Das ist 1, 2, 3. So. Eins nach dem anderen. Eins. Jetzt mal, ich zwei Dinger springen kann. So. Hier ist auf der Höhe von dem blöden Teil. So, hier. So, jetzt bin ich auf der. Jetzt bin ich nicht auf der Höhe. Boah, ihr sollt verdammt noch mal auf dem Teil bauen. Ja, das ist in der Umsetzung so richtig kacke. Boah, ey. Ja, so.
Noch ein, oder? Ja. Auch schon. Ja, ich kann das blöde Ding nicht bauen, ja. Wenn ich direkt davor stehe, kann ich nicht bauen. Boah, ich krieg so die Krise, ne? Alter! Ich krieg da nicht hin! Ich bin zu nah, das ist scheiße! So, wieder hin. So. Irgendwie schaffen, dass das blöde Teil da hingeht. Oh mein Gott. So, aber ich habe nur noch eins. Wie soll ich denn das machen? Ah, ey. Oh, zum Teufel. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Der muss da lang. Warte mal, ich weiß. Halt. Haltet eure Pferde fest. Wow, das ist weh, danach kommt noch was, ey. Weiß ich nicht mehr. So, da lang, da ist richtig, oder? Das sagt mir, da ist richtig. So, so, ja, ich kann da. Ich sterbe. So, und nun? Fehlen immer noch welche. Warte mal. Kann ich nicht einfach da einschießen? Ist da auch so ein Teil. Ich brauche nämlich ein paar Dinger. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, Mann. Das ist auch viel zu nervig gerade. Ich will nach Hause. Oh, ihr Pisser. Ihr blöden Pisser. Irgendwas da, oder? Aber das kommt nicht hin. Ich brauche zwei. Na, das fehlt mir. Geht's doch, das geht doch gar nicht. Muss doch irgendwo einer sein. Sonst geht das nicht. Muss da oben noch einer sein. Nee. Nee. Oder da. Irgendwo da muss einer sein. Boah, das gibt's doch. Nee. Da! Ja, gleich. So, jetzt kriegen wir das hin. Warte. Wartet ab, jetzt krieg ich nicht. So, wo geht der hin? Das ist schon mal die richtige Höhe, glaube ich. So, ha! Wartet ab, jetzt krieg ich gleich. So, komm her. Wo? Das ist auch noch was, willst du mich verarschen? So, jetzt muss ich irgendwie da blöde Dinge näher.
verbinden. Dann haben wir's. Dann muss ich noch ein Tower Defense spielen. Dann haben wir's hoffentlich. Wer danach kommt noch was? Ich will Speicher verdammt. Wer da kommt noch so ein blödes Teil? Er sagt, das war's. Oh mein Gott. Ah. Jetzt einfach nur von da nach da gehen, bitte. Wenn er jetzt nicht gleich darüber kommt, ne? Dann raste ich hier vollkommen aus. Geht aber, versuch mal rüber. Oh mein Gott. Wer einer von euch Pissern, kommt mir in die Quere. Gegenmaßnahmen eingeleitet. Los, tötet alles. Wer danach kommt noch warte. Der erste Datenblock. Gut, mach einfach so weiter. Oh, ey. Vollständige Erinnerungen abgerufen. Du kannst die Simulation jederzeit verlassen. Okay. Ja. Danke, oh mein Gott, ich bin echt... Ich habe eine seltsame Aufnahme in den Vorkriegsdaten der U-Boot-Basis gefunden. Die Marines hier waren mit einer fortschrittlichen Kampfrüstung ausgestattet. In der Basis befinden sich noch einige Rüstungen in unterschiedlichem Zustand. Aber es waren weitere Ladungen der Rüstung auf dem Weg zur Basis, als die Bomben fielen. Sie könnten noch in gutem Zustand sein, wenn die Dichtung gehalten hat. Ich habe keine Verwendung dafür, aber man weiß ja nie. Vielleicht lohnt es sich, irgendwann das Ding zu bergen. Zusätzliche Daten angefügt. Positionsdaten der Rüstungsladungen. Koordinaten heruntergeladen. Vollständige Erinnerungen abgerufen. Simulation endet in 3... 2, 1. Oh mein Gott. Naja, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, ich bin echt. Ich bin so erleichtert gerade. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, ich hoffe jetzt, wir sind natürlich nicht verfeindet mit den Kindern des Atoms, weil wir jetzt hier die Erinnerung gerufen haben, aber wir können die ja nun abgeben, ne? Zu denen. Würde ich sagen, wenn wir die mal verraten würden. Automatische Speichern, oh Gott. Wir sind ja draußen, ich krieg die Krise. Wir können speichern, oh Gott. Warum hat sich jetzt hier die Tür geöffnet? Ach, war der Akkustaton da drin, oder was? So, gut. Wo ist Danze? So, da gehe ich nicht nochmal rein. So, ich will jetzt hier raus. Danke. Pause und eine Pause. So, mir, die greifen mich jetzt an. Wir am besten noch die Rüstung kaufen. Wenn dann schon. Ja, passiert ja gleich wieder wie im Institut. Ich habe Angst davor. Aber ja, das war schon anstrengend. Drei Parts hintereinander sowas machen. Hi, na? Ich bin dein Gefäß, du Strahlender. Ich werde ich gehöre voll zu euch. Na, ich habe überlebt. Was sagst du dazu? Bin ich nicht geil? Na, ich tue auch trotzdem die Händler nochmal anreden. Wir sind von kann ich noch kaufen? Ja, okay, gut. Na, so, am liebsten aber in Partys binden. Wie komme ich hier raus? Wir müssen aus dieser Strahlung raus. Sofort. Ja, da bist du ja wieder, Danz. Geil. Der Turm wird uns alle zu rumreichen. Ihr seid mir alle nicht böse, weil ich die Erinnerung geklaut habe und vielleicht auch nicht euch damit töten will. Sehr gut.
Kann ich hier noch kaufen? Verzeihung, Archimist. Du bist die Falsche. Schwester Mai? Da bist du wieder. Danke nochmal, dass du den Pumpenregulator... Hä? Hab ich noch gar nicht. Ja, ich schaff. Man weiß nie, was man... Ja. Wo ist hier? Werde ich mit dem Auge behalten. So, aber ich werde jetzt erstmal nach 31 Minuten den verdammten Part beenden. Dann sehen wir uns endlich mal in der nächsten Folge wieder von Let's Play Fallout 4, hoffentlich. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.